Willkommen meine Damen und Herren zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und ich gehe jetzt mal zu dem Mann da oben, der mit einem Stock winkt. So, anvisieren und reden. Wada Orca und Wada Orko essen die beiden, glaube ich. Der eine ist da oben und ich kann sein Haus über die Leiter betreten. Dort finde ich Zettel mit Ratschlägen, wie man dieses Spiel durchspielt. So Standardtipps wie bewegt man sich und so weiter. Brauche ich da nicht, ehrlich gesagt, nicht. Da unten ist der Schwert, war der andere. Ich weiß nicht mehr, wer wie heißt. Auf jeden Fall ist einer der Schwertmeister. So, und abgesehen von der Person hier mit den Vasen, die hier vorne, die mir nochmal erklärt, wie man Sachen hochhält, was ich bisher noch überhaupt nicht gemacht habe, war es halt eigentlich auch schon. So, da gehen wir nochmal zur Großmutter. Da, 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 da. Ja. Was ist da irgendwie diese Ego? Okay. Kann ich hier mit den Teams da gehen? Nee. Gut, mit X schalte ich das Stadtmenü. Ah, okay, jetzt habe ich das Spiel auf meinem Gamepad. Das ist natürlich auch interessant. Vor allem, weil ihr jetzt überhaupt nichts seht. Das ist schon mal sehr schön. Dann kann man das auch so machen, wenn dann wieder irgendjemand kommt und im Fernseher was gucken will. Drückt man einfach auf Minus, beziehungsweise Select und schon kann man weiterspielen. So, und jetzt mal ein kleines Suchspiel. Das dauert einen Moment. Wupp. So. Und wo bin ich? Ja, okay, das ist auch sinnlos. Das Bild will ich mir nochmal aus der Nähe angucken. So, und da komme ich gerade nicht dran. Irgendwie wird es noch eine Ego-Perspektive geben. Gab es mal, wird es noch geben. Ja, so kann man ein bisschen, aber. Eigentlich wäre das Steuerkreuz doch perfekt, um den C-Knopf des GameCube-Controllers zu imitieren, der für die Kamerasteuerung zuständig war. Aber irgendwie, ne. Kommt vielleicht noch. Ja, im Ansatz ist das hier oben ja aber auch der. Und, warte mal, ach, warte mal kurz, da muss ich mal kurz ausprobieren. Ah, nee, war das der Bewegung? Das, ja, genau. Man muss den rechten Ding jetzt drücken. Und ich, oh Gott, ich kann mich dabei auch noch bewegen. Und ich kann natürlich auch ein bisschen auf den Stuhl stellen, dann sieht das noch etwas besser, wenn ich jetzt hier nicht festhängen würde. Okay. Da wollte ich das abrutschen. Ja, ein Bild. So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 25. Ich habe gerade keine Waffe, muss ich mal gucken, ob ich hier was finde. Nein, leider nicht. Okay. Okay. Gut, Spaß beiseite, hoch geht's. Ah. Oh. Das Heldengewand der Heldin sieht sehr warm und gemütlich aus und was für ein glückliches Gesicht Link doch dabei zieht. Okay, Wada Orca ist der, der sich mit der Schwertkunst befasste. Wada Orko war der Typ, der mir eben das erklärt hat mit dem Ran, mit der Zielerfassung.
Jo, gehen wir mal. Und ja, hier sind noch ein paar Bilder von irgendwelchen Leuten. So mehr Bilder ohne Pflanze, unglaublich. Sprung und Tür auf. So, Ariel müsste sich eigentlich so noch immer noch auf dem Wachturm Plattform-Dingens da. Hat ein bisschen was von einem Krähennest befinden. Der Kerl ist jetzt arbeitslos, jetzt wo es keine Schweine mehr gibt. Ja, und der Mann und das Junge mit der Rotzfahne ist jetzt da hinten. Angriff! Bam! Schade, nicht getroffen. Ah. Bam! Nein, ich kann sogar reden. Naja. Nicht die geistreichsten Gespräche im Spiel, aber was tut man nicht alles? Sturm ist daneben. Gut. Nicht, dass ich ihn wirklich umbringen wollte. Ich wollte es nur machen, gerade weil ich weiß, dass das Spiel niemals mir erlauben würde, den umzubringen. Das wollte ich lesen. Ausguck und Feenwald. Oh, der Feenwald. Geh gleich mal hin. Secrets. Davon ist nochmal, das kann ich gleich sagen. Baumwand. Eine Wand aus Bäumen. Und ist eine Leiter auf einmal, falls man ins Wasser fällt. Oh, Möwen. Das Fernrohr geliehen. Nur geliehen. So. Aber mit dem Gamepad. So, eins hat mir ja angezeigt. Da ist es in einem dieser drei Bereiche. Was kann ich? Oh, ich kann es hin und her schieben, indem ich es berühre. Hui, hui, hui. Man sieht es ja sogar noch ein bisschen. Da ist es. Hallo? Ich kann es jetzt auf X, Y oder Z machen. Ich mache mal Y. Zap. So, der findet sich immer noch in diesen Bereichen hier unten. Das ist so in vier Bereichen eingeteilt. Eins ist sechseckig. Sechseckiges Teil. Hexagon sozusagen. Dann noch so ein leicht pfeilförmigen Bereich daneben, dann nochmal derselbe Bereich daneben und dann noch so ein halber Pfeil daneben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal zeigen könnte, ein Bild oder sowas. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall noch hier oben und dann kann ich es mit Y einsetzen. Okay. Ich kann näher gucken, ich kann zoomen und ja, kann ich mich nicht. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ich würde gerne mal näher ans Geländer gehen. Nee, kann ich nicht. Nur erstmal den kurzen Briefkasten ab. Da ist der rote. Ich kann mich nicht bewegen. Ne, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ein Postbote. Da oben ist was. Oh, da. In die Fresse. Okay. Einen ungünstigeren Punkt gab es nicht. Ja, sie ist in den Wald gestürzt. Ach Quatsch, ich habe ein Fernglas. Damit prügel ich die alle kaputt. Hey, das ist Piratenschiff. Ist mir nie aufgefallen. So, kann ich hier. Warum kann ich hier nicht runterspringen? Das finde ich nicht nett.
Au. Nein. Egal. Kann ich unter Wasser machen? Ich kann gar nichts machen. Nein, ich kann nur schwimmen. So, ich brauche allerdings ein Schwert, um da hochzukommen. Dann sollte ich mal den Schwertmeister fragen. Der wird bestimmt was haben. Das Schiff davon gehört übrigens Terry. Terry. Aber da gibt es jetzt noch nichts Interessantes für mich zu kaufen. So, besuchen wir den Kerl mal. Ich kann ja mir ja weiterhelfen. Dann. Oh Gott, Stuff Raider. Natürlich. So, B und... Nein. Wenn ich irgendwas andere Aktion ausführe, dann schlägt er mich zurück. Combo. Bam. Oh. B, da muss ich ihn anvisieren und dann... Bam. Eine feine anvisieren und dann angreifen. Das ist eine ganz gute Sache, dann verfehlt man nicht. So, da muss ich jetzt auf ihn zulaufen. Ah, oh. Schöne Kombos. Ja. Und die Wirbelattacke. Ist, glaube ich, eine ganz nette Sache. Ich glaube, früher war das so, wenn man als erst angegriffen hat, hat er dann immer so zurückgestoßen. Obwohl man das machen musste, um die Wölbe-Attacke auszuführen. Bin mir dabei jetzt aber nicht so sicher. Bam! Ich kann auch seine Vasen kaputt machen, wenn ich will. Oh, eine Spezialattacke. Dafür muss ich ihn anvisieren und irgendwann kommt dann. Bam! Das ist meistens von Handlung des Gegners abhängig, wenn er irgendwas Bestimmtes macht. Ich glaube, jetzt muss ich... genau, jetzt muss ich mit A angreifen. Dann anvisieren und mit A angreifen. Bam! Ja, das Heroenschwert. Klar, warum nicht? Nichts mit einfachem Stahlschwert oder so. Ist gleich ein Heroenschwert. Ja, das Schwert wächst mit deinen Aufgaben. Nee. Was hat er gesagt? Ja, die hatten solche Probleme nicht mit im Sinne sowas wie das Schwert bricht durch oder sonst was. Ein schöner Schatten ist das hier, der den Fels da auf die Insel wirft. Mein Gott, Angriff! Ich hab ein Schwert! Ah! Nein, das mache ich nicht. So, ich zeige ihn dann wieder weg. Ah, mit A, ja. So, das Schwert verwende ich immer mit B. Das fand ich auch sehr schön. Im Gegensatz zu den alten Zelda-Spielen, die ich ganz früher noch gespielt habe, nie mit besonders großem Erfolg. Wie zum Beispiel Oracle of Seasons und Oracle of Ages, wo man eigentlich nur zwei Teams hat, sondern das eine war meistens das Schwert. Das hatte man relativ wenig Auswahl. Das fand ich hier schon sehr schön, dass man... Und bei Minish Cap war es genauso. Das finde ich hier schon sehr schön, dass man hier das Schwert hat und dazu noch drei weitere Items ausrüsten kann. Jetzt kann ich auch ein bisschen Gras schneiden. Da könnten Klassiker, Herzen oder Rubine rauskommen. Die Musik hört auf.
Übrigens war Wind Waker das erste Zelda-Spiel, was ich erfolgreich damals durchgespielt habe. Oh ne, da geht's zu dem Wald. Was ist hier noch? Ich glaube, hier war nichts mehr. Zwar hatte ich den Nachfolger The Minish Cap früher gespielt, aber da hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich den endgültig einmal durchgespielt habe. Genau genommen. Ja, ich weiß nicht. Beim letzten Boss hatte ich da ziemliche Probleme. Oh, Rubine. Ja, die Rubine, die. Ah, die. Die Blumen droppen das reichlich. Und na gut, man kennt das ja. Eine gewisse Unerfahrenheit, die man da so früher hat. Es hat nicht gedauert. Ich sag mal so, ich kam nicht von alleine auf die Idee, dass man, wenn man Heiltränke zum Bosskampf mitbringt, dass man nicht dann auch während des Kampfes heilen kann. Also, dass das eine Taktik wäre. Kam ich von alleine nicht drauf. Na ja, gut, aus diesem Grund kommen mir natürlich jetzt mittlerweile auch diese Spiele eher einfacher vor, als sie damals waren. Und mit diesem motivierenden, optimistischen Wissen werde ich darüber gehen. Und zwar in der nächsten Folge. Haha, das kam jetzt so plötzlich. Es sei denn, ihr habt auf den Videobalken unten geguckt, dann, ich könnte jetzt noch so lange rumfahren, bis ich noch 10 weitere Rubinen habe. Aber was bringt's mir? Bis zum nächsten Mal, euer Zauberwürfel-Gamer.